Moin. Ja, jetzt noch ein ganz, ganz kurzes Video hinterher. Das ist keine wirkliche Vorstellung, denn ganz ehrlich gesagt fehlen mir einfach die Infos, um euch etwas genau vorzustellen. Ihr habt es zuletzt im EDC-Video und auf diversen Fotos, falls ihr dann bei Facebook in den entsprechenden Gruppen verkehrt, schon mal gesehen. Es handelt sich dabei um das Schlieper. Messer, das habe ich bezogen über den Sven Kienast vom Messerdepot. Den Link werde ich unten in die Beschreibung packen. Das war aus seiner persönlichen Sammlungsauflösung, beziehungsweise ein Teil seiner Sammlung. Wir haben hier Schlieper, iBrand, Hammett Forged, Solingen, Germany, aufgelasert. Oder ist das vielleicht geätzt? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich würde aber fast sagen, es ist gelasert. Ja, das Auge, was dann auch noch mal hier hinten eingeprägt ist, findet sich genauso auf der kleinen Scheibe innerhalb der Griffschalen noch mal wieder mit dem Schriftzug. Vielleicht kann ich es noch genauer einfangen mit dem Schriftzug Solingen. Ja, um den ganz klassischen traditionellen Aufbau. Fokus bitte. Dankeschön. Wir haben zwei Messingplatinen, zwei Messingbolster, eine Pinkonstruktion. Die Griffschalen bestehen aus eingefärbtem Knochen. Eine ganz klassische Slipjoint-Rückenfeder. Alles sehr, sehr anständig verarbeitet. Wir haben also kaum scharfe oder überstehende Kanten. Ich würde sogar sagen, gar nicht. Hier hinten der Abschluss der Rückenfeder. Ihr seht es, da ist ein winzig kleiner Spalt, eine winzig kleine Kante. Vielleicht nicht ganz 100% gearbeitet. Ansonsten alles ziemlich sauber. Immerhin bei den Griffschalen handelt es sich ja um Naturmaterial, dass man nie zu 100% so angepasst bekommt, wie man das vielleicht gerne hätte. Also ein winzig kleiner Spalt wird hier und da mal auftreten, das ist ganz normal. Wir haben eine Klinge ohne Klingenspiel, Schafsfuß mit einer ganz geraden Schneide. Kurz vielleicht zur Größe des Messers. Klingenlänge von 8 cm, davon etwa 7,5 cm scharf und eine Gesamtlänge von 18,5 cm. Wir haben einen ganz leicht minimal konturierten Griff. Ja, eine wunderbare Handlage, wirklich tolle Schneideigenschaften. Ich gehe mal davon aus, es ist der schliepertypische Carbonstahl. Der liegt in der Regel so bei etwa 55 Grad Rockwell in der Härte. Ja, und das war es im Grunde auch schon, was ich sagen kann. Darum meine Frage an euch: Könnt ihr mir etwas zu diesem Modell im Speziellen sagen, zu dieser Baureihe? Ist das eines der amerikanischen Knife Patterns? Wenn ja, welches ist es? Was war der bevorzugte Einsatzzweck? Ist es eins der Farmmesser der Working Man Serie oder was auch immer? Hat die Griffform einen speziellen Namen? Ja, ich wäre einfach dankbar für Informationen, was dieses Messer angeht. Ich habe das in kurzer Zeit sehr ins Herz geschlossen, habe es tatsächlich fast immer dabei. Meistens in Verbindung mit einem dieser wunderschönen Taschentücher. Ganz einfach dann eingewickelt in der rechten Jackentasche. Das Ding ist wirklich klasse. Und um sich zwischendurch dann einfach mal ein Stück Obst zurechtzuschneiden, gibt es eigentlich kaum ein schöneres, kaum ein besseres Messer als solch eines. Ja, und dieses Messer hat dann auch tatsächlich mein Interesse an den klassischen Taschenmessern wieder geweckt, sodass ich gedenke, mir über kurz oder lang da nochmal ein oder zwei Modelle zuzulegen. Die Kongress-Modelle gefallen mir sehr gut. Noch schöner finde ich eigentlich die Barlow. Da müsste es dann aber vielleicht schon ein etwas größeres sein, weil die meisten liegen ja so um 15, 16 cm rum. Die sind dann doch schon arg klein. Dennoch gefallen sie mir ausgesprochen gut. Ja, wäre also unheimlich dankbar, wenn ihr mir vielleicht in die Kommentare unten einfach mal ein paar Infos tackern könntet, falls ihr zu diesem Modell, zu dieser Bauweise irgendetwas,
sagen könnt. Ja, in diesem Sinne, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis demnächst, euer Andi.